Kapitel 17. Viele wollten das Oberhaupt der missverstandenen Menschen treffen, aber Kara war nicht geblieben, um den Großlord zu begrüßen. Adele vermutete, dass sie Jogen gefolgt war, doch niemand auf dem Paradeplatz hatte sie gesehen. Später hatte er erfahren, dass sie dabei geholfen hatte, das Schlamassel in der Walhalle zu beseitigen. Squawp und Pentarus überlebende Kashiri, die jetzt unter Adels Befehl standen, hatten den überlebenswichtigen Signalturm gehalten, bis die weiß gekleideten menschlichen Ratgeber eingetroffen waren. Nur wenige Tage nach Jogens Kundgebung tummelten sich viele in den Straßen von Susmintri, die freundlich und hilfsbereit wirkten. Adele bewegte sich in seinem eigenen weißen Gewand jetzt frei durch die Straßen, weder Eindringling noch Lehnsherr, sondern wohlwollender Gast. Die Sith hatten großzügig und gütig hübsche Geschenke von jenseits des Ozeans dargebracht, und wenn sich die Alanxiari auf eines besonders gut verstanden, dann darauf die Kunde zu verbreiten. Adele war jetzt für Hills im Grunde der Gouverneur von Alanxia, doch es würde Jahre der lächelnden Zusammenarbeit erfordern, damit die Herrschaft der Sith voll akzeptiert und offen anerkannt werden würde. Der Hochlord sah sich mit vielen derselben Herausforderungen konfrontiert, denen sich die Besatzung der Omen entgegensah, und in vielerlei Hinsicht war seine Aufgabe noch komplizierter. Jedes Dorf hier, jede Farm hier, barg Kashiri Erfindungen, die auf der anderen Seite des Planeten unbekannt waren. Alles musste ausgewertet werden. Einige Errungenschaften würden den Weg nach Keshtar finden. Die Segelschiffe waren die logische Wahl, um die gefährlichen Luftschiffe zu ersetzen. Womöglich wurden jetzt weite Bereiche von Kesh, wie etwa die unbekannte nördliche Hemisphäre, zugänglich, die auf Korsins antiker Karte fehlten. Gab es dort womöglich noch mehr Ureinwohner, noch mehr Mysterien? Die Aussicht darauf versetzte Adele in Aufregung. Es gab sogar Gespräche, im Ozean zwei künstliche Riffe zu schaffen, die als Ruhestation für Uvox dienen sollten, wenn sie das Meer überquerten. Einst waren die Kontinente vereint gewesen, jetzt würde es wieder enge Bande geben. Die Schiffe waren eine Sache, viele der Alanxia-Technologien hingegen würden jetzt aussortiert werden. Sie würden die Einheimischen langsam, aber nachdrücklich drängen, als Zeichen des Vertrauens, ihre großen und kleinen Ballisten zu verbrennen. Das hatte nicht bloß mit ihrem Verlangen zu tun, die Alanxiari zu entwaffnen. Millionen von Kashiri unter Waffen waren für einen ehrgeizigen Sith einfach eine zu große Versuchung. Die Aufgabe, die vor ihnen lag, war gewaltig. Er wusste, wen er dafür brauchte. Jemanden, den er schon nach kurzer Zeit respektierte und bewunderte, auf eine Art und Weise, auf die er zu Hause noch niemanden geschätzt hatte. Er fand sie in der Walhalle. Der Putztrupp war noch immer dabei, die Anlage wieder voll funktionstüchtig zu machen, doch Kara war draußen, außerhalb der Hofmauern, wo sie ihre Muntox zurückgelassen hatte. Kara war gerade dabei, die Tiere zu füttern, und schaute auf, als er näher kam. »Da drinnen wird es allmählich voll«, sagte sie. »Dort wird es noch viel voller werden und geschäftig. Hast du deinen Wachpostenfreund gesehen?« »Nur kurz.« Sie stellte den Futtereimer auf den Boden. »Sieht so aus, als wäre er ebenfalls ziemlich beschäftigt.« »Er wird einen Ehrenplatz in unserer Gesellschaft bekommen, als unser erster Besucher aus Alanxia.« Adele schaute zu dem alabasterweißen Turm hinüber, der über die Hofmauer aufragte. »Man wird Joge nicht so blind vertrauen wie Adari Vaal. In gewisser Weise könnte man sagen, dass wir ihn im Austausch gegen sie genommen haben.« Kara antwortete nicht. Sie schnallte einem der Muntox eine Satteltasche um und löste ihn vom Karren. Adele trat auf sie zu. »Natürlich könntest du dich ihm anschließen oder etwas anderes tun. Großlord Hills ist beeindruckt von der Machttradition, auf die euer Volk hier zurückblickt. Von den Machtfähigkeiten, die ihr euch selbst beigebracht habt und alles. Er wollte schon immer Kashiri auf die angemessene Art und Weise in den Stamm aufnehmen, mit Titeln, wie wir sie auch tragen.« Er griff nach ihrer Hand und sah sie aufmerksam an. »Dir stehen viele Wege offen, Kara.« »Nein«, sagte sie mit einem schwachen Lächeln und zog ihre Hand weg. »Nur einer.« Am Ende einer von Schwierigkeiten erfüllten Zeit, voller fast unmöglicher Entscheidungen, war die letzte Entscheidung die einfachste gewesen. Als sie zusah, wie die Sonne unterging, während sie mit ihrem Muntok in die Stadt galoppierte, verstand Kara mit einem Mal, warum sie an jenem Herbstabend zur Trutspitze gereist war. Sie war zu einem Boot auf dem Kanal ihrer eigenen Karriere geworden, das nur in eine einzige Richtung fuhr.
Wie fortschrittlich sie auch sein mochte, genau zu wissen, wie der Rest ihres Lebens aussehen würde, hatte sie ausgelaugt. Andere in diesem Militärstaat hatten jahrelang mit demselben Problem gekämpft. Nichtsdestotrotz, seit der Ankunft der Sith wirkte die Gesellschaft wie belebt. Geheimnisvolle neue Perspektiven hatten sich für alle eröffnet und von ihrem Volk war Kara die Einzige, die noch immer zu wissen glaubte, wie die Zukunft aussehen würde. Sie allein hatte die Sith so gesehen, wie sie wirklich waren, im Gegensatz zu Jogan. Ihr Gesprächspartner am Ende der Signallinie war jetzt der Nabel zur Welt. Er hatte zwar gesagt, dass sie bald miteinander reden würden, doch er hatte nicht versucht, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Und sie hatte auch keine Anstalten unternommen, um ihn aufzuspüren. Er war jetzt beschäftigt, der einstige professionelle Einsiedler, und besuchte mit der Gutes Omen eine Stadt von Alexia nach der anderen, um die Geschichte seines Abenteuers einmal mehr zum Besten zu geben. Mit der Unterstützung von Schauspielern und Liederschreibern, die sie von Keshtar mitgebracht hatten, war das Ganze bereits dramatisiert und zu einem Stück verarbeitet worden, das das von Adari Vaal ersetzen würde. Adari war bloß auf einem Felsen gefunden worden. Er hatte auf einem gelebt, bevor er die Wahrheit erblickt hatte. Jogan Holder war der wahre Fels von Kesh. Mit einem Mal wurde er klar, dass er nie ein richtiger Wächter gewesen war. Jogan folgte einer Bestimmung, die in Alexia seit Adari Vaals Ankunft nicht mehr florierte. Doch das würde sich jetzt ändern. Die uralten patriotischen Stücke, die an jedem Wachsamkeitstag aufs Neue zum Besten gegeben wurden, würden durch neue Produktionen für jeden Tag ersetzt werden. Es würde wieder Geschichtenerzähler, Bildhauer, Kostümbildner und Schauspieler geben. Alles, was während der langen Not beiseite geschoben worden war, kehrte jetzt mit verblüffender Geschwindigkeit zurück. Von den Sith angestiftet und ermutigt, würde es stillschweigend die Ansicht verbreitet werden, dass die letzten 2000 Jahre in Alexia an eine Art kollektiven Irrsinn verloren gegangen wären. Das war ein Gedanke, den ihre Freunde, Nachbarn und Kollegen bereitwillig akzeptierten. Kara fürchtete, dass sie am Ende die Einzige sein würde, die Adari in liebevoller Erinnerung behalten würde. Die Anzeichen des Sith-Bösen waren in den Taten von Bentado nur allzu offensichtlich gewesen. Doch seit ihrer Ankunft hatten sich die Streitkräfte von Varna Hills von ihrer besten Seite gezeigt. Die Vereinigung war bereits in vollem Gange. Die List, Jogan und das Volk von Alexia zu übernehmen, war diabolisch, aber raffiniert. Und es würde schwer sein, jemanden davon zu überzeugen, was wirklich hinter all dem steckte. Kara hatte es mehr als einmal versucht, als sie diskret mit anderen gesprochen hatte, die sie in der Führungsebene kannte. Doch alles, was ihr entgegenschlug, selbst von Leuten, auf deren Urteilsvermögen sie zuvor vertraut hatte, war eben jener Argwohn, den sie eigentlich den Sith hätten entgegenbringen sollen. Niemand wollte etwas von einer neuen Adari wissen, und so hatte sie es schließlich aufgegeben. Allerdings hatte sie sich eine letzte Warnung von Adari zu Herzen genommen. Eine Warnung, die vielleicht die letzte sein würde, die irgendjemand von der in Ungnade gefallenen Botin beherzigen würde. In Adaris Memoiren war von ihrer Hoffnung die Rede gewesen, dass sie dadurch, dass sie in Yaru Korsins Nähe blieb, eines Tages womöglich genug lernen würde, um ihr Volk zu befreien. Was das betraf, so hatte sie teilweise Erfolg gehabt, indem sie den Kashiri von Alexia berichtet hatte, was sie wusste. Doch außerdem hatte Adari auch ihre persönlichen Fehler eingestanden. Indem sie sich an Korsin gehalten hatte, war sie eine Zeit lang zur Retterin geworden, viel mehr verehrt als die Kashiri, die sie in ihrem früheren Leben schikaniert hatten. Und sie hatte einen stumpfsinnigen, verabscheuenswerten Ehegatten durch einen Gefährten ersetzt, der zwar bedrohlicher, jedoch auch wesentlich intelligenter gewesen war. Edel Frey hatte Kara dieselbe Möglichkeit geboten. Vor den Sith lagen so viele Herausforderungen und Edel brauchte sie. In gewisser Weise brauchte Alexia sie ebenfalls. Vielleicht konnte sie die Dinge besser machen, den Wandel erleichtern. Und vielleicht gelang es ihr sogar, etwas vom medizinischen Wissen seines Volkes nach Alexia zu bringen. Edel konnte ihr viele Wege eröffnen. War es nicht besser, die Gefährtin eines Sith-Hochlords zu sein, als eine Kashiri-Volksheldin? Nein. Uriel, die Frau aus ihrem Traum, hatte ihr erzählt, dass sie nicht vor dem Unvermeidlichen weglaufen könne. Und ihr Volk würde es nicht einmal versuchen. Deshalb würde sie sich ebenfalls in ihr Schicksal fügen. Das bedeutete jedoch nicht, dass sie mit Feuereifer darauf zulaufen musste. Das hatte Adari ihr klargemacht. Kara tätschelte das Buch mit Adaris Memoiren, das nach seiner Rettung aus dem Archiv sicher in ihrer Satteltasche verstaut war.
Ja, einige Tiere sind besser als andere, aber es sind dennoch Tiere. Halte dich an die, die du kennst. Sie fand Prue im Zwielicht draußen vor ihrem Heim in Ura, wo er die Feuerkloben polierte, die er gefertigt hatte. Scheint, als hättest du einen geschäftigen Urlaub gehabt, sagte ihr Mann und schaltete die Geräte aus. So kann man es auch ausdrücken, sagte sie und stieg ab. Wie war die Arbeit? Ziemlich gut. Der wettergegerbte Kashiri klopfte auf die Glaskugeln und lächelte. Er war jetzt gefragt, so wie alle Kunsthandwerker. Die Sith waren an den Apparaturen interessiert. Die Kinder sind froh, wieder zu Hause zu sein. Sie werden sich freuen, dich zu sehen. Ich werde sie überraschen, sagte sie und kniete nieder, um das Tier anzubinden. Prue stellte vor sich hin, pfeifend die Stufen ins Haus hoch. Kara ließ den Blick über ihr Heim schweifen und schaute dann die Straße hinauf. Sie wusste, wie der Rest ihres Lebens aussehen würde, und sie wusste, wie ihre Kinder den Rest ihres Lebens verbringen würden. Sie würde hierbleiben, um sie auf ihrem Weg zu begleiten, und ihre Bürger, solange ihr Posten existierte. Viel mehr konnte sie nicht tun. Sie blickte zu den Sternen empor, die am Himmel erschienen. Unter der Herrschaft der Sith würden sie neue Namen erhalten. Sie hoffte, dass irgendwo dort oben die wahren Protektoren lebten, ihre wahren Beschützer, die nur darauf warteten, ihr Volk zu retten. Allerdings war es durchaus möglich, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllte.